Bauchspeicheldrüse ist eine der großen Drüsen des Körpers, liegt im Oberbauch hinter dem Magen, ist 15 bis 20 cm lang, etwa 70 bis 100 Gramm schwer und hat zwei ganz wesentliche Funktionen. Das eine ist eine sogenannte endokrine Funktion, das heißt, es werden überwiegend Hormone zum Zuckerstoffwechsel gebildet und direkt in das Blut abgegeben. Das zweite ist eine exokrine Funktion, das heißt, es werden Verdauungssäfte gebildet, teilweise etwa 1,5 bis 2 Liter am Tag, die über den Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm abgegeben werden und bei der Verdauung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten helfen.